spannende Verfolgungsjagd im Auto auf Luigi. Aua, lass mich. Stehen geblieben, oh, mit Unfall. Katztastisch, begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Super Mario Maker 2 hier auf Katze. Zusammen mit... Hey Girl! Wir sind wieder am Start. Bowser's Fury heißt das Level und wir spielen die Level von Katzefan 5 weiter. Heißt das nicht so? Ja. Also von Linus auf jeden Fall. Ja. Seinen Spitznamen habe ich gerade nicht ganz Katze im Kopf. Katzefan 5. Katzefan 5 war es, ne? Genau. Und er hat die Level für uns angepasst, sodass wir sie im Zwei-Spieler-Modus wieder spielen können. Danke dafür, lieber Linus. Genau, ganz liebe Grüße. Und wir gucken mal, wie wir gut durchkommen. Und an dieser Stelle, meine Lieben, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Richtig. Und Luigi und Mario. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen zurück. Wir müssen den Schalter nochmal aktivieren. Deswegen stand auch hier dieser Pfeil. Ah, okay. Sehr, sehr schlau gemacht. So, also einmal hier durch. Und dann können wir hier direkt weiter. Das war der Sound, wenn wir in die Röhre schlucken. Ah ja, okay. Und wenn wir rauskommen, dann... So, warum gehen wir... Ah, okay. Müssen wir nicht. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Röhre hier ist. So, zur Deko. Ach so. Jetzt habe ich... Oh, ich muss da raus. Ich kann da nicht durch. Warte. Ich mach das schon. Komm. Ja, ich komme. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Einmal durch die Tür. Und dann können wir zur nächsten Seite. Boah. Wieder eine Röhre. Warte, doch nicht. Hier so viele Röhren. So, ich egal, weiß auch überspringen nicht. Wir. Okay. Wo ist die, der Schlüssel? Okay, da. Das war nicht schwer. Dann geht's hier weiter. Mir fehlen irgendwie ein paar Gegner. Das stimmt. Das war eher so ein Durchlauf. Das war so, wir spazieren durch die Level. Oh, nee. Eureka. Entschuldigung. Level beendet. In 1 Minute 16. Mann, waren wir schnell. Mann, waren wir gut. Hatten wir es eilig heute mal. Aber mega. Oh Gott. Mario Kart Rock-Version. Mario Kart 8, darfst du nicht vergessen. Entschuldigung, Mario Kart 8. Mario Kart 8, die Rock'n'Roll-Version. Ich glaube, den wecke ich mal, den Kollegen da. Du fährst mit dem Auto, ich dackel dir hinterher. Okay, raus da, mein Auto. So, komm hier rüber. Nicht wieder in deinen Parkplatz, hier rüber. Ey! So, jetzt. Warte auf mich. Okay. Ich komme. Tio, komm. Oh, ich komme, warte auf mich. Bell. Du musst da hoch. Ja, ich versuch's. Und mach dein Auto nicht kaputt. Boy. Oh, Vorsicht, mach dein Auto nicht kaputt. Nein. Ich brauch das Auto nicht. Komm ich theoretisch mit dem Auto durch die Röhre? Nein. Siehst du? Guck mal, das Siehst ist dein. Siehst du, das Auto. Ja. Guck mal, jetzt über die Turbo schreiben. Ich jag dich jetzt. Nein. Ja, guck mal. Mach dein Auto nicht her. Das war einfach die lustigste Stelle hier in der Welt. Boah, mein Auto. Raus da, Cooper. Raus da. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du da hochkommst. Achso, muss man gar nicht. Ups. Fahr du unten mal. Okay, ich komm jetzt. Jetzt hier rüber. Komm. Oh, ey, Girl, was machst du? Ja, hol mich da mal raus. Ich hab eilig. Okay, komm. Danke. Du brauchst, Entschuldigung. Du brauchst das Katzenkostüm. Ja, jetzt hab ich's. Damit du da hochklettern kannst. Oh, ein Steinblock. Oh nein. Oh, ja, warte. Elbe. Ich komme. Bisschen mehr Konzentration. Ich bin schon da. Perfekt. Jetzt geht's ohne uns. Ah nee, da müssen wir nicht runter. Doch, ich hole sie. Warte. Okay. So. Aber dann geht's weiter, weil hier unten kommen wir nicht zur Flagge. Ja. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Schon geschafft. Tada! Das war auch nicht sonderlich schwer, aber immerhin gab es mal einen Steinblock als Gegner. So, ein herzliches Willkommen zu den Steinblöcken. Oh. Was so. Denn? Toll gemacht. Wir sind super. Ja, ein toll möchte ich vergeben, weil mir das Level einfach Spaß gemacht hat. Gerade die zweite Passage, als ich dich da mit dem Auto verfolgt habe. Aber ich war schneller. Wow, ein Fan-Level für mich. Für L-Girl, ein Fan-Level. Da bin ich ja mal gespannt. Okay. Einmal hier hoch. Oh. Hey! Entschuldigung. Was war das denn? So. Soll ich, kann ich da rein? Oh nein. Wo bist du denn hingegangen? Ich bin schwimmen gegangen. Was haben wir hier?
Powerblöcke. Blöcke, Helm jetzt. Blöcke, Helm jetzt. Helm jetzt. Hey, ich hab mein Helm jetzt verloren. Ja, dann hol dir einen Helm jetzt. Okay, warte, warte. Warte doch. Guck mal, ja, wir können hier warten. Helm, wir brauchen deinen Helm jetzt gar nicht. Okay. Dann egal, ich, so bin ich schön verkleidet. Gab es mal nicht so eine Kinderserie, die Helmi hieß? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, oh, 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 schon da. Das war ein kurzes Fan-Level. Ja. Das war jetzt auch gar nicht schwer. Wir sind durch die Röhre, haben einen Powerblock geholt und dann sind wir raus und haben es geschafft. Das war so ein Fan-Level für BBL-Girl. So BBL-Girl. Ja, für meine Anfangsphasen. Ich bin ja inzwischen ein bisschen besser geworden. Würde ich mal sagen, zumindest sagst du das öfters. Und das war bestimmt schon erstellt, als ich noch nicht so gut war. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Jetzt warte doch mal. Ich glaube, Linus hat für dich noch richtig schwere Level konzipiert. Wo sind meine Münzen? Hey Girl, du hast deine Münzen verloren. Ich habe meine Münzen verloren. Wir suchen deine Münzen. Nee, Luigi. Oh, Herausforderung. Welche Röhre ist richtig? Okay. Einfach mal die letzte. Okay. Spontan die letzte. Oh, spontan richtig, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, können wir da nicht weiter? Weiter? Also, ich meine in die untere Röhre? Ja. Oh, ach so. Ja, okay, Entschuldigung. Nee, du hast recht. Wir können die untere probieren. Also, dann gehe ich nochmal gleich rein. Tweet, so. Tweet. Dann nehmen wir die untere. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die untere Röhre, das Trampolin wichtig für uns ist. Ich nehme das jetzt mal mit. Also auf jeden Fall ein Röhrenlevel. Ich kann meine zum Münzen suchen. Aha, das sind meine Münzen. Oh, Entschuldigung. Das sind Münzen? Nö, da habe ich keine Lust. Ich gehe wieder heim. Geld ist nicht so wichtig. Ja, oder das doch? Stimmt. Ja, aber langfristig nicht. Macht das nicht so gut. Hey, die Münzen sind weg. Ach, ja, die habe ich doch eingesammelt. Okay, dann gehen wir da hoch. Ja, oben geht es dann für uns weiter. Ja. So, was kommt hier? Oha, große Münzen. Und ich darf sie nicht mal einsammeln, sondern du sammelst sie ein. Du kannst sie auch einsammeln. Renn mal nicht so schnell. Oh, da ist schon das Ziel. Das war gar nicht so schwer. Oh. Oh. Komm, wir gehen ins Ziel. Hey, toll, jetzt häng ich da oben. Ah nein, komm mit. Ich dachte schon, du bleibst da oben stehen, weil in manchen Mario-Leveln bleibt man stehen, wenn der eine schon im Ziel ist. Aber das ist eher bei den älteren Spielen. Ja. Okay. Yeah. Ja. Auf jeden Fall habe ich mal meine Münzen wieder gefunden. Vielen Dank, Linus. Jetzt ist mein Geldbeutel wieder voll. Genau. Richtig oder falsch? Vier. Ich dachte schon, du vergisst es. Ich wollte dich schon belehren. Ach, bitte. Das würde ich nicht vergessen. Oh, Glitzerblöcke. Glitzerblöcke. Oh, welche Röhre nehmen wir? Keine Ahnung, die untere. Okay. Okay. Oh, die war richtig sehr gut. Ja. Ja, zumindest kam uns nichts entgegen, wodurch wir verloren haben. Stimmt. Oh, 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 ich will auch so einen Bumerang. Ja, dann musst du, glaube ich, einen Ticken weiter weggehen, dann müsste was kommen. Okay, warte. Aber mach dich bereit. Konzentrier dich auch auf den Kampf hier. Okay. Gegen die Ninja. Da ist ja noch ein Bumerang. Wow. Oh, nee. Hol du den Bumerang, schnell. Aber L-Girl. Ja, ich komm schon in meiner Seifenblase. Mensch, warum Ellie, denn? Ellie Girly. Ellie Girly. So, oh, wow, den mach ich platt. Oh, yes, oh nein. Gott. Oh, yes, vielleicht mach ich ihn doch nicht platt. Mach hey, ihn geh platt. Mal weg, ich will einen Bumerang. Hey, Hilfe. Mit meinem Bumerang. Wie jetzt? Komm ich immer wieder bei dir. Oh. Stell dir mal vor, das wäre so der Jingle, der kommen würde, wenn man einen Bumerang aufsammelt. Das wäre cool. Aber das kennen die Zuschauer von heute gar nicht mal. Also die meisten werden es nicht kennen, weil das ein Lied aus den 90ern ist. Es schauen ja nicht nur ganz junge Zuschauer zu, es schauen auch etwas ältere. Deshalb habe ich gesagt, die meisten. Es gibt ja bestimmt auch Zuschauer, die vielleicht super alt sind. Das 90 plus und doch, sowas gar nicht kennen. Wir hatten doch mal in einem Video gefragt, wer der älteste Zuschauer ist. Ja, aber es hat sich niemand geoutet. Toll. Outet euch mal. Ich finde es super interessant. Ja. Wo sind hier die Omis und Opis, die hier zugucken? Oh nein! Genau. Warte mal, du bist auf die andere Seite. So. Jetzt itle. Und tschüss. Tschüss. Weg sind wir. Wir werden nie erfahren, wohin die zwei gelaufen sind. Nein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann laufen sie noch heute. So. Ja, das stimmt. Wir werden auch ausnahmsweise mal dieses Häuschen machen, weil immer gesagt wurde,
Mensch, Katze, du machst nie die Häuschen im Zwei-Spieler-Modus. Heute machen wir mal eins und dann zeigen wir euch, wie langweilig diese Bonushäuser sind. Okay, auf jeden Fall schon wieder richtig oder falsch. Also die machen schon Sinn, wenn man am Anfang einer Welt wenig Leben bekommt. Aber schau mal links oben, wir haben 85 Leben. Ja, da das reicht. Da brauchst du keine Bonushäuschen. Ja. Ha ja, gib Komm, die Idee, natürlich. Auf jeden Fall mal gucken, ob wir richtig sind. Ob wir du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht ausgeht? Nee, angeht. Nee, ausgeht. Okay. Okay. So, durch die Röhre. Weet, weet. Alles gut. Alles so. Gut, alles gut. Nee, oh nein. Oh. K.O. Aha. Nicht ganz ausgerichtet für zwei Spieler. Ich habe mich wieder für grün entschieden. Nee, du bist dann nur auf die falsche Seite geflogen. Warte mal, die Röhre? Ist die richtig? Weiß ich nicht. Ich bin nach meinem Bauchgefühl gegangen. Nach deinem Bäuchleingefühl ich ein. Komm, wir probieren es einfach. Okay, bitte, 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 sei richtig. Ja, so, oh, welche Tür? Wir hatten das Level schon mal. Ja? Ja, oder? Kann es sein, dass hier irgendwas durcheinander geraten ist? Oder täusche ich mich? Du täuschst dich. Sicher? Ja. Ich bilde mir ein, dass wir in der letzten Folge schon mal dieses Level hatten, aber warum konnte es jetzt nochmal? Oh nein, die Füße. Vielleicht hat Linus zwischen den Leveln was getauscht. Wo sei bitte? Wo ist sie? Wow! Elgirl! Elgirl hat dazugelernt. Du brauchst nicht gleich Party kriegen. Ja, ich hatte schon ein bisschen Angst. Oh, mein Pilz. Nimm den. Ich habe einen Pilz und bin somit groß geworden. Und jetzt? Wie kommen wir hier runter? So. So, warte. Elgirl, du schaffst es. Elgirl, du schaffst hilf es. Hilf mir. L-Girl. Nein. L-Girl, du Luigi, schaffst. Halt dich mal fest. Luigi, halt dich fest. Ich will nicht sagen, L-Girl, aber ich glaube, wenn es so weitergeht, wird es heute nichts mehr. Helf mir doch mal. Okay, warte mal. Gib mir mal kurz deinen Controller und ich mache das für dich, okay? Okay. Du hast schon Genickstarre unter den Stacheln. So, warte, warte auf mich. Also, ich spiele jetzt kurz L-Girl. Also, Luigi steuere ich jetzt mal ganz kurz. Oh. Entschuldigung. Aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich schieb dich mal durch. So, Mario ist total ängstlich. Luigi muss ihn schieben. Luigi ist hier der Tapfere. So, danke schön. Danke schön. Gerne, gerne schön. Gerne schön. So. Wow, Feuerwerk. Sparkling. Sparkling. Okay, komm. Ja, ja, jetzt reicht schon mit dem Wing, Wing, Wing. Oh, hey, warte. Oh. Hey, warte. Ja, jetzt einfach da durch. Weg sind wir. Weg sind wir. Wir sind heimgelaufen. Wo ist heim? Weiß ich nicht. Nach Italien. Ja, anscheinend, wir sind ja... Warte mal, das ist ja so. Mario, sag, wir gehen jetzt mal nur von Mario aus. Aber bevor ich die Geschichte erzähle, jetzt gibt es erstmal das Bonushäuschen. Vervollständige das Bild. Jetzt müssen wir beide anhalten, oder nur ich? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich halte einfach mal an. So. Aber wir können beide anhalten. Ah, okay, warte. Oh schon vermasselt. Fehler. Jetzt haben wir eine Blume mit einem Pilzkopf. Auch nicht schlecht. Ja, also was ich zu meiner Erzählung jetzt beitragen wollte. Mario ist anscheinend Italiener. Lebt aber in Brooklyn. Das ist in Amerika. Dann ist er ausgewandert. Und wurde von einem Japaner erfunden. Dann hat er einfach japanische Wurzeln. Dann ist Mario quasi Multikulti. Ja, das ist doch schön. Aber wenn er nach Hause geht, zusammen mit Luigi. Oh nein! Der verfolgt ihn. Oh, ich hab's geschafft. Ich auch. Du auch, yeah. Oh. Doch nicht! Oh, Elge, vor dem Ziel nochmal abgestürzt. Ja, nur weil du die Axt zu früh aktiviert hast. Es tut mir leid, mein Darling. Dankeschön. So. Jetzt geht es in Schleswig. In Schleswig. Mal gucken, was es da gibt. Wer erwartet uns? Im Schwabeländle wird alles mit LE am Ende Guck mal, das ist dein Level. Schleswig. Kleiner Boss Rush für Katzen. Boss Rushly. Boss gibt's Rushly. Boss Rushly. Oh, Vorsicht, Wiggly. Boing, boing. Wiggly und Donutly. Donutly. Lauf! Oh. Laufli. Das müssen wir hier hochle. Hochle, okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber, mein jetzt Darling. Jetzt reicht's aber. Wir müssen Wendy besiegen. Nein! Oh! Oh, wir brauchen jetzt anscheinend. Die Clownskutsche. Wir brauchen jetzt mit der Clownskutsche, müssen wir kurz gucken, was wir machen müssen. Ja? Ja, ja, wir müssen jetzt einfach weiter. Okay, wer nimmt die Clownskutsche? Ich nehme die jetzt einfach mal. Kann man auch außen runter? Oder muss man da... Hey, toll. Ich umgehe die Warum Regeln. Warum gibt es keine zwei Clownskutschen? Ja, frage ich mich auch.
Man hätte die Clownskutsche in einen Fragezeichenblock packen können. Ich glaube, das geht technisch. Mhm. Dann kriegt man automatisch im Zwei-Spieler-Modus auch zwei Clownskutschen raus, ja. Okay. Also, an alle, die Zwei-Spieler-Modi-Level gestalten, bitte denkt an solche Sachen. Ja, weil ansonsten sieht es immer so aus, als ob ich nicht fähig bin, dieses Level zu Ende zu spielen. Und dabei habe ich gar keine Chance. Richtig. Sind wir eigentlich richtig, wenn wir jetzt... Ich habe leider die Möglichkeit umgangen oder die Möglichkeit zunichte gemacht, dass wir die rechte Tür nehmen. Wir müssen die linke nehmen. Oh, egal, wir nehmen die linke. Probieren wir es. Okay. Probieren, die Liebe studieren. Wo sind wir denn hier? Oh nein! Wieder ein Troll-Level, oh nee. Schade. Egal, nochmal. Ja, aber wieder von vorn, wie unfair. Toll. Da hätte man auch mal eine Fahne einbauen können. Ja, das ist fies. Naja, aber es war nicht allzu schwer, deshalb geht's noch. Ja, und wir können uns glücklich schätzen, dass wir mal einen Gegner haben. Das stimmt, genau. Denn uns kann man es auch nicht recht machen, ne? Ja, wir sind auch sehr pingelig, aber wir haben auch schon viele Level getestet und das stimmt. Aber wie sagte mein Opa immer, mit Wendy bist du trendy. Oha. Ja, mein Opa sagt das. Der hat eigentlich nichts. Auf jeden Fall schwirre ich hier wieder mit meiner Seifenblase durch sämtliche Wolken und es regnet. Wenn es regnet, wie verrückt? Dein Regenschirm dich sehr entzückt. Richtig. Guck mal, kannst du, das muss ich mal kurz ausprobieren. Bleib da oben, bleib geschützt. Aha. Ich möchte gerne ausprobieren, ob ich Wendy irgendwie aus dem Level hauen kann, indem ich den Boden zerstöre. Ah, okay. Ob das funktioniert? Boah, keine Ahnung. Achtung. Keine Ahnung. Aber okay, Moment. Kann man so ein Level irgendwie bauen? Spannung. Nein. Doch, kann man. Aber guck mal, weißt es geht wie? Nicht. Ich sag dir wie. In dem Level jetzt nicht. Du baust einen Koopaling, umgeben von, also in der Luft ist er umgeben von solchen Blöcken. Das heißt, er ist in diesem Block gefangen. Und um ihn zu besiegen, musst du die Blöcke unten kaputt machen. Ja. Und dann fällt der Koopaling runter. Ins Nichts. Und dadurch besiegst du ihn. Ja, voll intelligent. Ja, wäre doch mal eine Sache, oder? Ja. Ich glaube, so ein Level existiert. Doing, doing, doing. Oh, ein Pilz. So. Ich habe noch einen Pilz, hab ich gar nicht gesehen. Ja, so einer zum Draufspringen. Oh, da ist eine Tür. Und durch die Tür geht's kurz ins vor Ziel. Level endet, ist aber eine Tür. Wo kommen wir denn da raus? Tschakka. Okay, meint er eigentlich auch gleich die Flagge platzieren können? Ja, egal. Wir sind ja nicht fußkrank. Wir laufen die zwei Schritte zur Pfanne. Ja, ja. Ich überlege nun wieder aus der Sicht eines Levelbauers. Also wie machst du ein Level für den Spieler interessant? Ja. Und abwechslungsreich. Ich will ja dadurch auch so versuchen, ein paar Tipps zu geben. Also was kann man sich sparen? Wo kann man vielleicht was einbauen, was Spannendes? Okay. Wo geht's jetzt hin? In den Wald? Nee, in die wunderbare Welt der Wolken. Die sieht auch wunderschön aus. Aber für heute war's das. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Einfach da drauf tippen und dann geht das nächste Video schon los. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Familie. Na dann, bleibt katztastisch!